Hallo, ihr Gwirlinge. Liftboy Dringil ist auf Erkundungstour rund um Roseway. Ich habe ein bisschen Zeug abgeladen. Leider habe ich gerade schon wieder Zeug aufgenommen, denn da hinten auf der Straße lagen noch so ein paar tote Wissenschaftler und Soldaten. Da habe ich was gefunden. Das will ich euch zeigen. Automag-Pistole. Ich glaube, das ist neu. Darf es ernsthafte Feuerkraft in kleiner Hülle sein? Dann probier mal die T&L Automag-Serie. Wie für dich gemacht. So, das hier ist Schrott. Das kann man gleich mal wegtun. Aussortieren. So, eine Plasma-Schneiderklinge haben wir auch in dem Raumschiff. Die Pistole haben wir vielleicht noch nicht. Das Sturmgewehr ist nichts Besonderes. Den Pulshammer... Ah, nee, den nehmen wir auch nicht. Plasmagewehr, Flammenwerfer. Das ist identisch. Sturmgewehr. Machen wir das so. Und an Rüstung habe ich auch erstmal alles abgeladen. In der... Ada. In der Unreliable. Wo sie übrigens Ellie und der Vicar gestritten haben. Zumindest hat mir das Ada gepetzt, als ich reingelaufen bin. Ich habe mich aber nicht in die Küche begeben, um diesen Streit mitzuerleben. Plünderer? Ja. Right. Let's dance. Oh! Hau ihm in die Schnauze! Ah, warte, ja, Mess with the Best, ja, Vorsicht. Da werden noch Typen kommen, sage ich dir. Also du bist noch jung, du hast das noch nicht drauf, du weißt das noch nicht. Aber da kommen noch Typen, da wollen wir nicht dran denken. Ne? Schlechter Säbel. Ein Süppchen. Aber es ist gar nicht an, das Feuer. Oh, die Beine. Es ist überall so nass hier auf diesem Planeten. Ohne dass es regnet, was ich übrigens sehr schön finde. Oha, das ist groß. War hier nicht irgendwo einer? Pavati, du hast doch hier einem auf die Schnauze gegeben. Hier. Gleich Zeug sortieren. Das habe ich schon. Das geht in den Schrott. Und das genauso. Check. Wir haben jetzt hier das Questziel. Wir haben aber hier ganz viele andere Sachen noch. Und da haben wir auch noch was mit in der Pampa. Uiuiui, das dauert noch lange hier. Oh, wer bist du? Banditenangreifer. Was ist der Unterschied zwischen Plünderern und Banditen? Du siehst mich nicht. Wo sind meine Jungs? Das ist Felix. Den kriege ich nicht ins Visier. Was? That was fun. Ja, ihr braucht ja gar nicht meine Hilfe. Gut, ich kann dann in Zukunft auch mal Auszeit machen, ja. So eine lila Pause. Auch nicht verkehrt. So mit Purple Berry Produkten. Da stimmt die Farbe. Arbeitsrennung für Landwirte haben wir schon mal gesehen. Das waren jetzt 5, 6 Banditen, richtig? Einer. Zwei. Der dritte. Der vierte war hier vorn. Lag hier nicht der erste? Hier. 5 vielleicht? Ja, passt. Mehr suche ich jetzt nicht. Ah! Also, Banditenplünderer. Warum? Was ist das da hinten? Noch mehr Banditöse. Wir checken erstmal.
Ah, es sind noch mehr Banditen. Na? Die sind aber taub, die haben uns gar nicht schießen gehört. Hier rein? Das ist die Tür, wo kein Quest-Symbol ist. Komm. Oh. Lillian. Ich bin in friedlicher Mission unterwegs. You don't shoot, I won't shoot. Deal? Deal. Eine Frau, ein Wort. Keep them hands where I can see them. What are you doing out here? Wenn du nicht von allen guten Geistern verlassen bist, dann kannst du dir die Frage selbst beantworten. Ich habe in deinem Sichtfeld gerade 5 Banditen erschossen. Hm. Was machst du hier draußen? Ich werde größtenteils beschossen oder gebissen oder verfolgt. You and me both. Name's Lillian. Lady Nima Cass hired my crew as gun hands. I got left here to watch for Cleo reinforcements. They all got pinned inside, so I can't say as I mind. Nochmal langsam. Ich heiße Lillian. So eine Lady namens Cass, kenne ich nicht, hat meine Crew als Revolverhelden angeheuert. Ich soll hier draußen nach Cleo-Verstärkung Ausschau halten. Da drinnen sieht's übel aus, also ich habe damit kein Problem. Was dreht ihr für ein Ding, wenn ich fragen darf? Don't mind the asking, but I ain't telling. You want details? Go talk at Miss High and Mighty What's Her Name. She's in the labs, pinned down. Okay. Das ist ein Boss, schätze ich. Yeah, Cassandra O'Malley. We mostly call her Cass. Because Cassandra just sounds fancy. Mhm. Klingt ja, als wäre deine Chefin ein harter Knochen. Definitely got something large and uncomfortably shaped up her nethers. Yammering on about rights and privileges and what all. I'm like, lady, just sing out when you want something shot. Mhm. Leastways, her pamphlets make good kindling. Handzettel? Warum unterhalten wir uns hier gerade, statt uns abzuknallen? I'm sweaty. I got clawed by one of them monsters. I've been in the dirt all day and I got bugs in places you don't need to know about. Ah! I'm on a fucking break. Got a smoke? Ja, ich hab die guten mit Menthol. Klar, hier. Thanks, brother. Schlechter Tag, hm? I've had better. Lost some things in a dust-up. But I didn't get eaten like some of our crew. Got that going for me. Mhm. Was hast du verloren? My damn cigarettes, for one thing. I was near the Raptodon pen when they got loose. Had to set a few to rights. When I got to checking if all my parts were still attached, I realized I dropped my cigarette case. Oh, das war der schlimmste Tag meines Lebens seit sehr vielen Wochen, richtig? Warum gehst du nicht und holst es? When I turned about, I seen 2 fine gun hands being snacked on by lizards. No cigarette case is worth my life, no matter how badly I need a smoke. This was a Spacer's Choice commemorative case. Some promo for Founding Day they did back in, I forget the year. Worth decent bits to collectors. Wouldn't hurt to do her a nice turn, would it, Captain? Mhm. Wo hast du deine Zigaretten verloren? An outdoor Raptodon pen yonder, past the main entrance. Law only knows why they're breeding the damn things. Ja, ich weiß warum. Tja, da Dringil glaubt, dass die jetzt von keiner großen Bedeutung ist, weder für Rufzuwachs bei irgendeinem Konzern sorgen kann, noch irgendwie einflussreich ist und auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, würde ich mal sagen. Sagen wir mal, ich kriege es. Würdest du etwas dafür springen lassen? Well, you'd sure as hell have earned it, wouldn't you? Mhm. Okay. Wenn ich es finde, bringe ich es dir. I'd be obliged. Just don't lose any parts trying. Okay, so. Also, ich hatte recht mit der Annahme in der letzten Episode, dass das Antibiotika-Labor nicht der Ort war, in dem man Raptidons gehalten hat. Es gibt irgendwo ein Raptidon-Gehege, vielleicht ja hier hinten. Oder hier drin. Oh.
Da lagen Zigaretten, du Blindfisch. Übergang zum versteckten Labor. Naja, da müssen wir rein, aber im Moment würde ich vielleicht tatsächlich erstmal hier noch nach dem Rechten schauen. Also irgendeine Söldnertruppe läuft hier rum. Warum, kann sich Dringi hier nicht erklären. Was ist das hier? Ist hier jemand? Ventilationsschacht vom Labor. Aha. Hey, Boss. I think we can get into that vent shaft. Mysterious doors are the funnest sorts of doors. Ah, okay. Schrottroboter-Einheit und Banditen-Scharfschütze. Oh, der beamt sich weg. Wow. Hey. Hallo? Uiuiuiui, Tiffy. Au! Du hinterhältiger Angreifer. Würde ich ja nie machen. Krass böse, dieses Vieh. Wo ist der Typ hingeflogen? Der Rückschuss war groß. Jetzt helft doch mal suchen, ihr zwei. Also echt. Ich will seine Munition haben. Der war doch hier irgendwo. Irgendwo ist er hier hochgeflogen. Ich habe es noch gesehen. Wir gucken von oben. Ist einfacher. So, wo liegt hier einer? Vergesst es, ich suche den nicht. Dann bellst du deine Sachen halt. Du versteckter Toter. Weg. Dich mache ich nackig. Im übertragenen Sinne. Und was war das hier eigentlich? Banditen und... Roboter. Friedlich vereint. Warum? Da unten ist sie. Es war direkt über ihr. Okay, wir haben den Lüftungsschacht, merke ich mir. Aber ich werde erstmal gucken, was hinter der nächsten Biegung ist. Da war ja vielleicht dieses Gehege. Es spricht ja eigentlich auch einiges dafür, dass man die Rapidons nicht unbedingt in einem geschlossenen Raum züchtet, oder? Sondern eher genau da unten, wo der gerade sich weidet. Okay. Kommt ihr? Wir haben was zu tun. Das ist so ein dickes Ding. Ach, das haben wir ja auch noch, richtig. Look at this place. Like some kind of tomb. Ja, macht mal halblang. Wir kriegen das schon hin. Vertraut auf meine Führungsfähigkeiten und auf mein Zielwasser. Ja. Genau. Keine Kommentare jetzt bitte. So. Ich speichere mal. Hier gibt es gar kein hohes Gras, von dem aus man schießen kann, oder? Ist das da hohes Gras, das rote? Das orangene? Das zählt weg, das hohes Gras. Da habe ich ja einen... Ja.
einen Sneak Attack Bonus. Wo geht ihr hin? Da ist auch einer. Wo rennst du hin? Ja, alles gut. Gut gemacht. Felix, wie geht's dir? Du bist eigentlich der Fernkämpfer. Wieso rennst du so vor, hä? Huh? Hast ja eine einfangen lassen, ja? Oder mitgeben lassen. Das waren 4 oder 5 Leute. Also ein Dicker hier. Ne, warte mal. Du warst nicht der Dicke. Habe ich dich gerade geplündert? Tagesoutfit Option 2. Ich glaube, das ist nur lustig, wenn man Tagesoutfit Option 1 daneben legt. Wo waren die denn? Hier war doch so ein Dicker angerannt. Das war der. Ne, der. Ne, der. Ne, die beiden im weißen Hemd habe ich erledigt. Und den da auch. Und hier hinten war noch irgendwo ein anderer. Ach, weiß der Geier, wo die sind. Hier. Zeig. Munition. Ein Opfer, aber nicht von mir. Ich höre sie schon kreischen, diese Kolosse. Oh. Aber vorher, das Ding haben wir jetzt schon. Das kann zum Schrott. Ansonsten ist hier nichts Neues. Hier. Arbeitszeichen für Landwirte kann weg. Leichte Spacer-Alltagskleidung. Das kann auch weg. Jo. Das Haus hier vorne links kann man nicht betreten? Fragezeichen. Doch, kann man. Minen. Die hat euch gekillt. Die Raptitons werden wohl kaum die Tür hinter sich verschlossen haben. Terminal benutzen. Willkommen, LH Nachrichten. An, also Lionel oder Lionel Han. Manager für Experimentressourcen. Schickt eine Nachricht an Porter R. Betreff. Die Paarungsgewohnheiten des gewöhnlichen Raptidon. Das ist sehr interessant. Herr Porter. Unsere Raptidons scheinen ein gewisses Problem der intimen Art zu entwickeln, wie Panda-Bären. Wenn in diesen blutrünstigen Bestien irgendein Selbsterhaltungstrieb steckt, dann manifestiert sich dieser anscheinend nicht in Form von Fortpflanzung. Wenn überhaupt, scheint der gewöhnliche Raptidon darauf aus zu sein, das Überleben seiner Spezies sicherzustellen, indem er andere Lebewesen in der Nähe umbringt. Alternativ ist es auch möglich, dass diese Raptidons sich einfach nicht fortpflanzen wollen und ich keine Ahnung habe, weshalb. Ich habe schon versucht, ihnen Musik vorzuspielen. Hat nicht geholfen. Bitte sag Mr. Crane, dass ich, so gut es geht, an der Behebung dieses Problems arbeite. Soweit ich weiß, brennt er ja darauf, die genetische Zusammensetzung des Raptidon-Alphas zu testen, um zu sehen, ob sich daraus Fortschritte für unsere Zahnhygiene ableiten lassen. Also von Han an Porter, von Han an Crane. Betreff die Arbeitsgewohnheiten des gewöhnlichen Sicherheitschefs. Dr. Crane, bitte unternehm etwas wegen Räuben. Er schleicht ständig um meine Raptidons herum. Heute erst meinte er, ich möge doch die Sicherheit des Raptidon-Geheges verbessern, falls Räuber und Banditen bei Roseway einfallen. Angesichts der Geheimhaltung dieser Operation glaube ich kaum, dass wir das wichtigste Ziel dieser Banditen sind. Meine Güte, Anton. Wir sind wirklich am Arsch der Welt. Von Terra 2. Ja, und? An die Verwaltung, aber jetzt anderer Absender. C.O. Malley. An Hahn, Crane, Porter und 53 andere. Seht meine Werke, Mächtige und erbebt. Liebe Leser, wenn ihr diese Nachricht lest, gehört ihr entweder zu den niederträchtigen und abscheulichen Tyrannen, die man auch Vorstand nennt, oder ihr gehört zu meinen Leuten und tötet auf Patrouille herum. Falls ihr Erstere seid, wisset, dass die Tage, in denen eure eiserne Faust die Kolonie Halkion auspresst, gezählt sind.
Die Zeit der Abrechnung rückt näher. Daher empfehle ich euch, die auf dem Podest von Ozymandias geschriebenen Worte in Betracht zu ziehen und über das Menschsein nachzusinnen. Falls ihr Letztere seid, zurück an die Arbeit, ihr tauben Nüsse. Hat mich jetzt nicht entscheidend weitergebracht. Also, bisher hatte ich es immer so verstanden, dass die Banditen oder Plünderer bei ihrem Überfall die Rapions freigelassen haben. Diese eine E-Mail hier legt nahe, dass es vielleicht so sein könnte, dass das Raptidon-Gehege so schlecht konstruiert war oder so baufällig, dass halt ständig ein Mensch irgendwas machen musste, um die Raptidons am Ausbruch zu hindern. Und wenn dieser Mensch überfallen wurde und erschossen wurde bei dem Überfall, dann konnten die Raptidons ausbrechen, obwohl das dann halt nicht unbedingt direkt von den Plünderern beabsichtigt war. Das scheint im Moment eher so der Fall gewesen zu sein. Warte mal. Wir können uns entleeren. Mit Schwung. Das wollen wir nicht. Das ist Z-Schrott. Das ebenfalls. Ja. Ach, Spacer's Choice. Ha! Warum steht in der Konzernsiedlung von Adi Clio ein Verkaufsautomat von Spacer's Choice herum? Das war in Edgewater auch nicht so. Da haben wir auch keinen Automaten von Adi Clio gesehen. Das ist komisch. Vielleicht ist ja noch Sabotage irgendwie im Spiel als weiteres Element. Oder einfach schlechtes Game Design. Es kann auch sein, dass man darauf nicht geachtet hat, dass da ein anderer Automat stehen müsste. Rein rollenspielerisch gesehen. So, was machen wir jetzt mit diesen Riesen-Eidechsen? Oh. Ein Dach mit Dingen. Was? Mensch! Erschreck mich doch nicht so. Okay, wir haben da Minen. Wenn ich von hier aus schieße, dann kommen die doch erstmal angerannt und finden nicht gleich den Weg zu mir hoch. Mit ein bisschen Glück rennen welche über die Minen. Speichern. Oh, die können ja zurückspucken. Ja, sie versuchen den Fernkampf. Rennen in die Minen. Nee, rennen sie nicht. Sie sind zu schnell dran vorbei. Nochmal ein. Oh, das war eine Mine. Down they go. Warte mal, hier war doch noch... Da oben ist doch noch eins. Rennt weg! Kleiner Stinker! Ja. Da hinten ist noch eins. Aber nur noch eins. Ist aber auch ein dicker. Der sucht jetzt Spaß mit dieser Lady da unten. Ich glaube, wir müssen hier runterkommen. Sonst findet er uns nicht. Aber der eine ist kein Problem. Den kriegen wir hin. Da ist er schon. Nicht laden in solchen Momenten, bitte! Ja, der hat dich umgerissen. War's schön unter ihm? Ha? Erzähl mal. Hier oben lag so ein kleiner Stinker. Und die Minen. Jetzt kann ich sie auch... sicherheitshalber. Bevor ich mir wieder einen Knalltrauma einfange.
So, ein kopfloser Bandit. Es war doch ein Bandit bis hier am Gehege. Es ist interessant. Hat er doch aufgemacht? Im Moment sieht das genauso aus. Er hat aufgemacht und ist direkt gebissen worden. Es ist auch ein Bandit reingelaufen. Oder er wurde reingeschleift von den Raptidons, um hier gefressen zu werden, genüsslich. Haben die hier was gelagert? Oh, hier! Jubiläum-Zigaretten-Etui. Dieses Zigaretten-Etui ist Metallverstärkung mit dem geprägten Bild der Hope versehen. Auf der Innenseite des Metalldeckels ist der Name Lillian eingeritzt. Von Spacer's Choice zum Gründungstag herausgebracht, um die auf der Hope verlorenen Leben zu ehren. Es geht doch nichts über einen guten Lungenzug. Um sich daran zu erinnern, wie Leute im Vakuum des Weltraums gestorben sind. Ist das bescheuert? Wie sie in ihren letzten Augenblicken nach Luft gerungen haben. Ach, die waren... Wow! Was hast du gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. Das war so laut auf den Ohren. Die sind doch nicht gestorben im Sinne von erstickt. Die waren doch in Kryostase. Die leben doch quasi alle noch, auch wenn die Kryostase auf Dauer natürlich auch tödlich ist. Das hat der Welz mal so erzählt. Adleraugen, Sturmgewehr, aha. Warum sind die Banditen ins Raptidon-Gehege gelaufen? Das macht für mich im Moment noch überhaupt gar keinen Sinn. Armreif. Und warte mal, gehört jetzt Lillian? Gehört die jetzt zu diesen Banditen dazu? Sie sagte doch... Sie war irgendwo, hat ihr Etui liegen lassen, also hier drinnen. Und als sie sich umgedreht hat, hat sie gesehen, wie zwei gute Schützen von Raptidons verspeist worden sind. Also möglicherweise er und er da. Also waren das ja ihre Kollegen, mit anderen Worten. Diese Kess, diese Cassandra irgendwer, die da drinnen ist in dem Labor, die gehört zu den Banditen dazu. Das ist alles mysteriös, immer noch. Kannst du mir helfen? Automatische Sicherheitswarnung. Lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, dies ist eine automatische Benachrichtigung über einen Sicherheitsvorfall in der Nähe des Labors und Außenpostens Roseway. Anti-Clio möchte dich darüber informieren, dass du im Falle eines Sicherheitsvorfalls jegliche Belege für laufende Experimente zweifelhafter Legitimität zerstören sollst. Bitte beschaffe dir eine verfügbare Waffe und beginne mit der Eliminierung deines Import-Raptidon-Lagers. Denk auch daran, vor dem Betreten der Raptidon-Gehege die Elektrozäune auszuschalten. Anti-Clio erinnert daran, dass die Verwendung von Waffen von Spacer's Choice unerwünscht ist. Sollte dein Leichnam mit einer nicht autorisierten Waffe von Spacer's Choice Incorporated gefunden werden, kann dir der Bruch der Wettbewerbsverzichtsvereinbarung in Rechnung gestellt werden. Aha. Okay, jemand hat, als der Überfall der Banditen hier ruchbar wurde, die Elektrozäune abgeschaltet, um die Raptidons umzuschießen. Das waren wohl nicht die Banditen, weil die gehören ja nicht zur Anti-Clio. Die müssen sich ja nicht an diese Vorschriften halten. Eigentlich war es ja so. Halt. Aber ich habe hier überhaupt gar keinen Mitarbeiter gesehen, der hier tot gewesen wäre. Der das hätte tun können, hier dieses Abschalten. Mysteriös. Ich glaube, wir kriegen die ganze Geschichte erst dann zusammen, wenn wir wirklich mal drinnen gewesen sind in diesem großen Labor. Na gut. Andere Variante, jemand war da oben und hat gesehen, dass Banditen kommen und hat die Raptidons auf die Banditen raufgehetzt. Das passt aber nicht unbedingt zur Erzählung von Lillian,
die ja offenbar ihre, die ja offenbar auch drinnen war im Gehege, um ihre, um ihr Zigarettenetui zu verlieren. Hallo, High Five. Also die sichtbaren Spuren passen zu keiner, zu keinem bekannten Tathergang. Das will ich sagen. Secret Lab obendran noch geschrieben. Das ist schlau. Aber bestimmt eine Konzernvorschrift. Damit jeder Depp weiß, dass er in einem Geheimlabor arbeitet. Ei. Seriously, don't get yourself killed. It's a nice cigarette case, but it's still just a cigarette case. Deine mütterliche Vorsorge, die gefällt mir, sie schmeichelt mir, aber... ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe dein Zigarettenetui gefunden. You're shitting me. Nein. Die Saugen. Überzeugend 30. Ich habe nachgedacht, wenn ich dir das zurückgebe, könntest du dann ein gutes Wort bei deiner Chefin einlegen. Ich wüsste, wer die Chefin ist. Aber es kann nicht verkehrt sein, bei allen wohlgelitten zu sein. Everybody's Lift Boy quasi. Also, ich habe nachgedacht, wenn ich dir das zurückgebe, könntest du dann ein gutes Wort bei deiner Chefin einlegen. That's what you want, I'm game. But she's gonna give you pamphlets. Don't say I didn't warn you. She's pinned in the lower levels by Auntie's guards. I'll radio her you're coming. But it's on you to find a way to her. Her name's Cassandra. Okay. Die steckt irgendwo weiter unten fest mit Aunties Wachen zwischen ihr und dem Ausgang. Also sie ist definitiv eine Feindin von Auntie Cleo. Ich gebe ihr Bescheid über Funk wahrscheinlich, dass du kommst, aber erreichen musst du sie schon selbst. Sie heißt übrigens Cassandra, danke. Damit ist das Zigarettenquestchen abgeschlossen. Ja, ist es. Okay. Sehr gut, wir haben noch ein Level Up. Charakter. Fertigkeiten. Wir packen 3 Punkte auf Fernkampf, damit wir die 50 haben. Und Tech, Tarnung, Dialog, Führung, Verteidigung, jeweils einen. Wobei, Verteidigung habe ich bisher nie geskillt. Na, ist egal jetzt. Und 2 Punkte noch. Dialog, damit wir da auch über 50 sind mit Überzeugen und Einschüchtern. Das kann irgendwie wichtig sein. Genauso machen wir das. Anwenden. Und dann ist die Episode zu Ende. Und weiter mit einem Weg in das geheime Labor. Und dann später nochmal einer großen Rundreise hier durch die begehbaren Gebiete. Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Point of Interest hier auf alle Fälle. Geht's dann irgendwann, aber erstmal mit dem Laborbesuch im nächsten Teil. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin!